Der verstorbene Arzt soll nicht nur den Sohn von Miriam Severing missbraucht haben, sondern auch andere Kinder. Staatsanwaltschaft, Klinik und auch das Land wussten von den Vorwürfen. Nur die Eltern der betroffenen Kinder wurden über Jahre nicht informiert. Die Staatsanwaltschaft hatte zwar gegen den Arzt ermittelt, aber mit dem Tod des Beschuldigten wurden die Akten geschlossen. Dass Kinder in einem Krankenhaus missbraucht wurden, sollte offensichtlich niemand erfahren. Uns werden Dokumente zugespielt. Es sind Belege dafür, dass Matthias S. mindestens 34 Kinder, möglicherweise Hunderte, mutmaßlich sexuell missbraucht hat. Dass der verstorbene Assistenzarzt seine kleinen Patienten übergriffig behandeln würde, dafür gab es schon sehr früh Anzeichen. Wir stoßen auf einen brisanten Hinweis. Ein anonymes Schreiben vom Juli 2011 an den Direktor der Kinderpsychiatrie, in dem behauptet wird, dass sein Assistenzarzt Matthias S. eine pädophile Veranlagung habe. Er behandle Kinder im Genitalbereich, ohne dass es nötig gewesen wäre. Er würde auch bei sich zu Hause kleine Jungen behandeln. Außerdem verschaffe er sich als Jugendtrainer in einem Judo-Verein Zutritt zu Kindern und Jugendlichen. Die eingeschaltete Rechtsanwältin fordert von der Staatskanzlei Aufklärung. Denn die Aufsicht über das Universitätsklinikum liegt beim Wissenschaftsministerium. Und das hatte damals die Ministerpräsidentin des Saarlandes, Annegret Kramp-Karrenbauer, inne. Wir sichten Dokumente, aus denen hervorgeht, warum die Eltern nie informiert wurden. Vereinbarungen zwischen Klinik und Staatsanwaltschaft, ebenso Verfügungen in den Ministerien der Landesregierung. Wir stoßen auf ein Kartell des Schweigens. Für uns wird natürlich die große Frage sein, inwieweit politische Einflussnahme letztendlich eine Rolle gespielt hat. Aber wir wissen ja auf jeden Fall schon, dass beispielsweise das Universitätsklinikum sehr, sehr darauf bedacht war, dass der eigene Ruf keinen Schaden nimmt und dass man mit diesem Ansinnen eben auch an die Staatsanwaltschaft herangegangen ist. Und dann eben hat die Staatsanwaltschaft dem letztendlich ja auch gefolgt. Aber wie gesagt, für uns wird auch die politische Einflussnahme eine sehr große Rolle spielen.